Willkommen zu Oberzocker TV und heute mit einem weiteren Video, meine Freunde. Ja, und heute wird es weitergehen mit dem Umbau meines Gaming-Zimmers, denn damit bin ich ja noch lange nicht fertig. Wenn euch die ersten drei Teile gefallen haben, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, dann weiß ich, dass ihr das Ganze feiert und dass ihr da Bock drauf habt. Und ja, ich bin zwar noch nicht so ganz zufrieden mit dem Schnitt und überhaupt mit dem Vloggen bin ich noch nicht so ganz vertraut. Deswegen, wenn ihr da Tipps für mich habt, dann schreibt es in die Kommentare auf jeden Fall. Wir machen auf jeden Fall weiter heute mit dem PC. Wir werden den PC weiter verkabeln. Und dann gucken wir mal, was wir sonst noch so schaffen. Wir haben noch einiges vor uns. Und ich würde sagen, wir starten. Ja Leute, wie ihr seht, bin ich gerade unterwegs. Und ja, ich lasse mich natürlich fahren, denn Safety first und so, ne? Ja, wir sind auf dem Weg in die Stadt, denn meine Anlage hat den Geist aufgegeben. Ja gut, ich meine, die ist auch 10 Jahre alt. Die hat ihren Zweck erfüllt. Und deswegen fahren wir jetzt in die Stadt und werden mal schauen, ob wir eine neue Anlage finden. Gucken, was es da so an Auswahl gibt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. So, die Boxen habe ich jetzt angeguckt, gefallen mir echt gut, habe mir jetzt welche ausgesucht von Bose und ja, müssen aber geliefert werden, weil es gab jetzt nur das Ausstellungsstück, das wollte ich jetzt nicht haben, das war auch schon vorreserviert, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen hatte. Naja, habe ich auf jeden Fall jetzt neu gekauft, wird halt geliefert in den nächsten paar Tagen und dann kann es hoffentlich endlich weitergehen mit dem Aufbau. Jetzt gehen wir auf jeden Fall was essen und dann sehen wir uns später wieder. So, wir essen jetzt lecker Falafeldöner mit veganer Cocktailsoße. So, das Ding werde ich jetzt vernichten in 3, 2, 1. Ah, das war lecker. So, was essen wir jetzt? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal Eis essen. Und dann geht's ab nach Hause, weiter bauen. Ja Leute, es sind ein paar Tage vergangen und jetzt kann ich endlich weitermachen, denn die Ersatzteile von IKEA sind gekommen, das heißt, ich kann die Kabelgitter gleich anbringen und ja, neue Anlage ist auch schon gekommen, meine neue Bose-Anlage und ja, das werden wir gleich alles verkabeln, dann werden wir uns ein bisschen ums Kabelmanagement kümmern und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So Leute, ich habe euch das Anbringen der Kabelgitter mal erspart, weil ich dachte mir, ihr habt es schon gesehen, warum soll ich euch das nochmal zeigen? Macht keinen Sinn. Ich habe jetzt das alte Kabelgitter behalten, habe nur noch ein neues dazu geschraubt. Somit habe ich auch noch 4 Dübel als Ersatz, falls ich das alte Kabelgitter mal anders hängen möchte oder so, dann kann ich das noch. Die Anlage habe ich ausgepackt. Ihr seht schon, die erste Box steht auch schon hier. Die zweite Box steht jetzt auf der anderen Seite. Aber das Ganze ist natürlich mal wieder nicht ohne Problem abgelaufen, denn ich habe jetzt wieder ein Problem. Und zwar ist das Kabel, was von Box zu Box geht, also quasi das Verbindungskabel der beiden Boxen, zu kurz. Natürlich, es fehlen ungefähr so 10, 15 cm, aber was soll man machen? Jetzt muss ich mir erstmal schlau machen, ob ich dazu ein Verlängerungskabel bekomme, weil dieses Kabel habe ich auch noch nie gesehen. Ja, muss ich schauen. Auf jeden Fall. Die Boxen stehen und ja, ihr seht jetzt halt, das Kabel ist halt ja, zu kurz. Ich kann die Box nicht dahin stellen, wo sie eigentlich hin soll. Deswegen Kabel sind noch nicht sauber verlegt oder so, das kommt alles noch. Ja, da muss ich mich jetzt erstmal schlau machen.
Ich werde jetzt trotzdem mit dem Kabelmanagement anfangen, weil es sieht immer noch grausig aus. Dann werde ich mich auf jeden Fall, glaube ich, mit der anderen Seite beschäftigen, damit auch mal das ganze Gerümpel hier unten wegkommt. Das sieht nämlich auch mega scheiße aus. Ja, dann geht es gleich dran, die Matten abzumachen. Und ja, los geht's. So Leute, wie ihr seht, sind alle Matten wieder ab. Jetzt habe ich auch wieder schön Hall hier im Zimmer. Herrlich. Na gut, das wird noch besser. Aber ihr seht schon, hier wieder die Tapete. Das ist einfach eine Katastrophe, dass das, weiß ich nicht, was die da gemacht haben vorher, keine Ahnung. Ja, okay, die ganzen Löcher muss ich jetzt wieder zuspachteln. Dann werde ich die Wand auch nochmal neu streichen. Und ja, dann kann ich anfangen, die Vitrinen anders hinzustellen. Ja, das mache ich jetzt erstmal. So, ich bin jetzt fertig mit der Wand, habe jetzt gespachtelt, warte jetzt darauf, dass die Spachtelmasse trocken ist. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit schon mal die Löcher für die Vitrine gebohrt, weil die ja jetzt auf die andere Wand kommt. Und habe die alten Löcher natürlich zugespachtelt. Jetzt gleich muss ich die Wand noch streichen, aber ich muss erst warten, bis die Spachtelmasse trocken ist. Dürfte auch gleich soweit sein. Und dann muss ich auf jeden Fall noch die Kamera und die Lampe abhängen. Und ja, ich denke mal, das war's dann auch für heute. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange der Part geworden ist. Kann sein, dass der Part ein bisschen kürzer ist als die anderen. Ja, ansonsten, wie gesagt, denke ich mal, dass es schon fast der letzte Part ist jetzt. Vor dem Finale, sag ich mal. Ja, ich würde sagen, das war's für heute, Leute. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn ihr das Ganze gefeiert habt. Über ein kostenloses Abo freue ich mich selbstverständlich sowieso. Glocke aktivieren nicht vergessen und hin und wieder mal bei Instagram reinschauen, Leute. Da erfahrt ihr immer was Neueste. Und ja, ich würde sagen, ich bin raus, Leute. Macht's gut und ciao.